ist Renato Tuscher. Habe mit 7 Jahren angefangen in Berlin, Neukölln zu spielen. Bin dann nach Hünfeld gezogen, habe beim Hünfelder SV gespielt, bin dann groß geworden. Anschließend zu Borussia Fulda gewechselt. Dort auch lange Jahre gespielt und dann bei Kickers Offenbach. War einer in Worms, einer in Oberach und dann zu Wien Wiesbaden 2 und jetzt zum TSV Lehnertz endlich nach Hause. Fußball bedeutet eigentlich alles für mich. Habe ich in den 8 Wochen gemerkt, wo ich verletzt war. Ohne Fußball hat wenig Sinn, irgendwas zu machen. Deswegen ist das eigentlich alles, was ich will und Fußball ist das Beste, was es gibt. Deswegen würde ich immer Fußball spielen, solange ich gesund bin. Im halben Jahr, wo ich oben, also bei Wien Wiesbaden, habe ich auch ein paar Mal oben mittrainiert. Oben ging es halt heiß zur Sache. Da wissen die Leute, wie Fußball gespielt wird. Da sind die Abläufe einfach im Kopf. Ist einfach alles super professionell. Super Spieler, Trainerteam, alles. Das ist einfach eine andere Liga. Im Gegensatz zur Hessenliga oder halt Regionalliga. In der 3. Liga wird halt schon richtig Fußball gespielt. Auf jeden Fall war es ein Grund, die Fahrt. Das ist auf jeden Fall ein großer Grund gewesen, weil ich die ganzen Fahrten nicht mehr wollte. Ich wollte einfach bei meinen Eltern wieder zu Hause sein. Alles, das war einfach zu viel und deswegen habe ich mich entschieden, wieder zu meinen Eltern zurückzukommen. TSV Lehnertz ist die richtige Adresse. Ich freue mich auch, dass ich den Schritt gemacht habe. Ich fühle mich sehr wohl hier. Beruflich bin ich bei meinen Eltern tätig, bin selbstständig, da helfe ich ab und zu im Geschäft. Ansonsten spiele ich Fußball. Meine Hobbys sind, wie gesagt, Fußball spielen, ein bisschen mit meinen Freunden sein, so Freundin, alles Mögliche, was so zum Leben dazu gehört. Ich will aufsteigen auf jeden Fall, das Potenzial haben wir. Ich hoffe mal, der Verein will das auch, weil das wäre schade, wenn wir nur in der Hessenliga so rumkippen. Weil ich meine, wir haben sehr ehrgeizige Trainer, sehr viel ehrgeizige Spieler. Das braucht man heutzutage. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass wir, wenn wir vielleicht unter die ersten 3 kommen, dass wir dann auch vielleicht den Schritt gehen und auch in die Regionalliga aufsteigen. Weil das gibt es ja einfach nicht in der Umgebung. Das wäre super Sache. Auf jeden Fall ist das Spiel gegen Wien Wiesbaden Highlight des Jahres. Ich meine für die ganze Umgebung, für den ganzen Verein, für uns Spieler, für den Trainer. Und ich denke, da ist was drin, wenn wir alle fighten, weil spielerisch sind die natürlich überlegen. Aber wenn wir fighten und gut dagegenhalten, kann man über ein 0-0, gut über die Verlängerung, vielleicht im Elfmeterschießen, alles möglich.